Ja, und willkommen zurück bei Tomb Raider. Ich bin Jens von Netzwerk Gaming Bros und wir haben hier direkt mal eine Mission zu erfüllen. Wir sollen hier den Wasserfall erklimmen. Da haben wir ja letztes Mal nicht weitergemacht. Wir haben ja hier die neue, man sieht sie da an der Seite hängen, die neue Kletteraxt bekommen von dem... Ich komm da rauf. Von dem guten... Kollegen da, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, und jetzt klettern wir doch einfach mal hier hoch. Wow. Lara macht doch nicht so Geschichten. Okay, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht müssen wir da rechts rum, kann das sein? Ja, das sieht gut aus, rechts rum. Ja, und zwischenzeitlich gab es schon zwei Updates für Tomb Raider, die diverse Bugs, Bugfixes enthielten und auch... Oh, wir müssen noch ein bisschen weiter rüber. Diverse Bugfixes enthielten, genauso wie auch Grafikverbesserungen und Leistungsperformance-Steigerungen. Ist jetzt alles nicht so extrem relevant, da die sie wollten, also sie arbeiten momentan, also Nvidia arbeitet momentan mit Square Enix momentan daran, dass diese Haargeschichte da etwas optimierter wird. Nach links springen, um an rauen Felswänden wieder einzuhaken. Ja, klar. Damit die Haare etwas heruntergedrosselt werden, damit jeder die auch natürlich darstellen kann und nicht so als Wurst, wie sie da momentan ist. Leider. So, jetzt haben wir hier erkunden Sie Gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Ja, das haben wir aber schon gemacht eigentlich. Ach ne, jetzt müssen wir hoch. Wir müssen weiter hoch. Also nicht dort runter. Ja, wie gesagt, da gab es einige Hotfixes und Bugfixes, die da jetzt aufgespielt worden sind. Aber ansonsten eigentlich nichts Weltbewegendes seitdem passiert. Einziges Weltbewegende ist, dass wir hier ganz mutig die Felswände hochklettern. So, dann jumpen wir doch jetzt mal dahin. Zack. Und das sieht gut aus. Aber wir brauchen unbedingt noch so ein zweites Teil. Das wäre klasse. Dann wird das hier... Oh. Es ist auch extrem leise, was die Jungs da so schwätzen. Habe ich mitbekommen. Das ist eine gute Idee. Wir haben warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder. Scheiße! Hilfe! Ha! Schubst du nicht einen Feind? Wenn er in der Nähe ist. Achso, F wahrscheinlich. So, jetzt habe ich den natürlich da runtergeschubst. Hat er Pech gehabt. Ja, und der Penner schießt mich hier mit Brandpfeilen ab. Das finde ich extrem unhöflich. So. Und da hinten, der ist wahrscheinlich verbrannt. Bam, das war's gewesen. Sollte es hier gewesen sein. Ah ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Berggut gut von dem aufgenommen. Oh, Huhn. Das ist ein gutes Huhn. Und ich muss auch gestehen, in der letzten Aufnahme habe ich ja etwas zu der Pfeilphysik gesagt. Also auch zur... was ist das? Na, was ist denn das? Ach, wieder ein Geocache. Okay. Dazu gesagt, dass man ja keine Pfeile aufnehmen könnte, da diese ja sonst vom Spiel berechnet werden müssen, blub. Aber ich habe gesehen, es gibt einen Skill, bei dem man die Pfeile dann wieder aufnehmen kann. Also war das nicht ganz, ganz korrekt gewesen. Ja, gut. Ich bin halt einfach mal von dem Einfachsten ausgegangen. Oh. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar
verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. So, da versucht also jemand, das Königreich zu stürzen, will ich mal sagen. Wo ich gerade gewesen, ach so, bei den Pfeilen, genau. Also, das Spiel berechnet die Pfeile anscheinend doch, nur nicht als Gegenstand selber. Das heißt, er hat keine Abfrage des Spiels. Hat man ja daran gesehen, dass das Fass zum Beispiel, in dem ein Pfeil drin steckt, immer noch rollbar ist. Aber man kann halt, wie gesagt, später noch, wenn man das dann geskillt hat, auch Pfeile aufnehmen. Also ist das nur so zu 50% richtig, sage ich mal, ja. Aber hey, auch ein Jens kann sich irren. Wie war das? F? Nee, E war das doch gewesen. Warum macht die da nichts? Ach, Lara. Da haben wir diesen Stein. So, jetzt, genau. Können wir auch ein bisschen springen und das versuchen zu beschleunigen. Das ist aber auch nur ein kläglicher Versuch. So. Ja, hier wird gerade wieder anscheinend Level neu geladen. Oh, da haben wir irgendwas, was wir kaputt machen können. Ach nee, das müssen wir anzünden. Na super. Da hinten ist eine Feuerquelle. Probieren wir das doch gerade mal. Und hier, dann versuchen wir mal hier auf den Berg weiter hochzukommen. Währenddessen können wir hier nochmal ein bisschen das Zeug abfackeln. Zack. Dann das Bergungsgut ist ja extrem wichtig. Das brauchen wir ganz oft für unsere ganzen Waffen-Upgrades und solche Geschichten. So, wo können wir denn da weiter? Da können wir noch weiter. Und wir müssen da hoch, wo es leuchtet. Was war denn hier gewesen? Ach, das war ein Vogel, okay. Dann jumpen wir doch jetzt einfach mal dahin und genau. Ich bin mir da nie so sicher bei Tomb Raider, was man da jetzt drücken muss. Ob es jetzt E, F, Q, irgendwelche anderen fragwürdigen Knöpfe sind. Das ist ja bei der PC-Version ein bisschen, also entweder ist es bei mir einfach nur durch auflösungstechnisch, keine Ahnung, aber man ist ja eine ganz normale, nee, brauche ich nicht. Ist ja eine ganz normale Auflösung, die ich hier verwende mit 1920x1000. Oh yeah. Epische Sprungszene. Abgehakt. Yay. Ganz easy going. Ganz normale Auflösung, die ich hier einfach verwende. Ja, ich bin eigentlich da. Wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Ja, genau. Wir machen uns da jetzt auf den Weg hin. Da oben geht's weiter. Und hier kann man schnell... Oh. Oh, was war denn mit ihm los? Boah, das sind ja echt fiese Typen. So, jetzt machen wir hier mal Tomb Raider-Style. Jetzt machen wir das mal richtig. Und zwar wie früher, Scheiß auf den Bogen. Sondern jetzt machen wir hier richtig Randale. Boah, jetzt komm her, du Penner, ey.
Aber ich habe jetzt mal ein bisschen Bock zu schießen hier. Boah, die Typen sind aber echt hier mit ihren Scheiß. Na, wie komme ich jetzt? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Molotov-Cocktails, genau. Sagt's doch einfach mal. Nerven die aber extremst. So, wir haben alle noch ein bisschen Zeug einstecken. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Ihre Waffen im Lager. Jo, machen wir dann auch. Hier können wir gerade noch mal eine Fackel aufnehmen. Hier noch ein bisschen Bergungsgut einheimsen. So. Bäm. Schön. Und die Fackel können wir eigentlich gerade... Was ist das hier? Nichts. Das ist nichts. Fackel können wir eigentlich mitnehmen, für wenn wir da jetzt in die Höhlen reinwandern. Oder brauchen wir eigentlich auch nicht die Fackeln? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Liebe Lara, ich habe dabei auch kein gutes Gefühl. Aber wir haben erstmal wieder ein Lager gefunden. Lager ist Speicherpunkt und Schnellreisepunkt. Und für sie ein wohliger Platz zum Ausruhen. Hier ist verdammt kalt, wie man merkt. Oh, erstmal wieder ein kleines... Tagebuch von der Seefahrt. Schauen wir mal da rein. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch.
Ja, das sind ja sehr interessante, ich will mal sagen, Begegnungen, die wir da, oder Inhalte, die wir da mitbekommen. Es ist fast so, als hätte er nicht die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass wir Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie?